über die steirischen Grenzen hinaus gilt Saubermacher als kompetenter Partner in Umweltfragen und in der Abfallwirtschaft. Wir haben gestartet 1979 als regionales Unternehmen, als Logistikunternehmen, als Sammelunternehmen. Und die Kernkompetenz hat sich jetzt mittlerweile entwickelt in eine Richtung, dass wir nicht nur sammeln Abfälle, sondern Abfälle behandeln, verwerten, beseitigen. Dabei ist das Unternehmen von 3 Mitarbeitern bei seiner Gründung auf europaweit fast 4.000 angewachsen. Diese sind in verschiedenen Abteilungen mit stark unterschiedlichen Anforderungen beschäftigt. Ein demografischer Wandel ist hier bemerkbar. So werden neben Lehrlingen auch vermehrt erfahrene Mitarbeiter neu eingestellt. Das Productive Aging, also das gesunde, produktive und sinnvolle Altern im Betrieb, wird deshalb mit besonderen Maßnahmen unterstützt. Es ist eben auch bei uns derzeit so, dass wir heuer neu installiert haben Arbeitszufriedenheitskoordinatoren, und die sind jetzt gerade auch dabei zu erheben, was können wir tun, damit unsere Angestellten und Arbeiter wirklich ihre Arbeit noch besser bewältigen können. Also das heißt, wir sind wirklich momentan in dieser Ist-Erhebung, um einfach zu schauen, wie schaut's aus, wo können wir noch ansetzen, um zu helfen. Nicht nur die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse aller Altersgruppen sollen Mitarbeiter lange im Unternehmen halten. Es werden weitere Maßnahmen gesetzt. In erster Linie jetzt mal gesundheitsfördernde Maßnahmen. Das heißt, wir stellen den Mitarbeitern zum Beispiel Obst bereit. Wir haben gewisse Veranstaltungen, gesundheitsfördernde Veranstaltungen, Bewegungstherapien und so weiter. Weil alles das, was eben den Mitarbeitern helfen sollte, gesund zu bleiben, fit zu bleiben und arbeitsfähig zu bleiben. Optimale Arbeitsbedingungen für die gesamte Belegschaft des wachsenden Unternehmens ist das Ziel. Ja, wir haben in Bezug auf Mitarbeiterzahl in der Zukunft haben wir keine Angst vor großen Zahlen. Wenn wir 5.000, 6.000, 7.000 Leute beschäftigen können, machen wir das gerne. Es ist wichtig für uns, gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze zu bieten. Das ist eigentlich die Herausforderung.